Wie gesagt, ich werde noch nach Kurland vorstoßen und das befreien. Das kann man nämlich auch. Das ist auch ein mögliches Protektorat. Und dann kann ich entweder zu Fuß hier durch Riga und so weiter vormarschieren. Habe ich eigentlich nicht vor. Ich wollte eigentlich mit der Flotte sozusagen Riga überspringen und direkt hier bei St. Petersburg landen. Das sowie Novgorod ganz schnell hintereinander besetzen mit zwei Armeen. Und dann direkt über diese Hauptstraße nach Moskau. So weit weg ist das nämlich gar nicht. Und ich denke, das ist ein guter Plan. Ja, die können wir jetzt neue tolle Sachen verkaufen. Genau. Und weiter geht's. Unsere Spionageabteilung geht auch weiter Richtung Osten und Süden. Oh ne, schon wieder. Angreifer, Österreich, Verteidiger, Ungarn. Ne, hab ich keinen Bock drauf. Ach Mist. Gut, dadurch ist unser Ansehen jetzt international stark gesunken. Ja, toll. Spione um Spione. Ja, das soll es dann auch gewesen sein mit Schiffen. Und ja, Napoleon holt sich jetzt eben kurz das Kurland. Auch kampflos, wie ich sehe. Und es dann befreien. Zum Kurland. Jawohl. Sehr gut. Und das Kurland hasst Russland. Deswegen bin ich mir noch ziemlich sicher, dass wir den gleich dazu mal überreden können, den Russen den Krieg zu erklären. Na, dann wird das andere mit Geld. Machen sie. Sehr schön. Also, dann geht er hier auf das Schiff. Und da habe ich einen Doppelplan. Das Schiff landet hier an und Napoleon marschiert auf dem Landweg weiter. Dann holt sich Napoleon doch noch Riga. Wir können sie einfach plündern und dann wieder abziehen. Ist ja egal. Und die Flotte geht parallel dazu über das Meer und dann von oben. Sozusagen. Ja. Die Berliner dürfen jetzt auch wieder Steuern zahlen. Und hier im Norden, kann ich jetzt sagen, der Spion schädigt mal die russische Infrastruktur, indem er hier Magistrat in die Luft sprengt. Okay, weiter geht's. Ja, ein russischer Edelmann, toll. Also das Spiel neigt sich jetzt dem Ende entgegen. Ich werde jetzt auch nicht mehr warten, bis wir neue Truppen oder sowas bekommen. Die Nation schließt sich ihren Feind an. Österreich haben wir den Krieg erklärt. Na toll. Ich ja genauso gut mit mich... Ah, warte mal. Dann verbünde ich mich wieder mit Ungarn. Ja, komm. So.
und verteidige das auch gleich mit. Und der Agent versucht mal den Anführer zu nieten. Und wenn das nicht klappt, versucht es der Nächste. Gut, kein Problem. Der schafft es auch nicht, aber gut. Immerhin ist die österreichische Hauptarmee jetzt da weg. Und vielleicht kann man ja Siebenbürgen... Ich weiß nicht, mit welchen Truppen. Hm. Ärgerlich. Polen wurde vernichtet? Von wem das denn? Von Russland. Ach du Scheiße. Ja, gut. Egal, es kann uns völlig egal sein. Solange sie nicht Ostpreußen bekommen, ist alles in Ordnung. Ja. Frankreich hat jetzt die große Batterie des Nationalkonvents und die besten Hüssis hier, aber das ist jetzt, wie gesagt, die sind zu weit weg. Ich setze die jetzt nicht mehr ein. Finnland. Schwedische Truppen, mit denen sind wir verbündet. Vielleicht können wir ja die Schweden überreden noch. Russland Krieg zu führen. Warte mal. Kriegen beitreten, Russland. Für, sagen wir mal, 10.000. Ha, machen sie. Sehr schön. Ja, und Napoleon plündert Riga. Erstmal kampflos holen. Und plündern. Ja. Egal. Und weiter geht's. Ich mache mit verbrannter Erde. Ich reiß alles ab, was hier ist. So. Und weiter geht's. Ja, da sind auch noch ziemlich viele Truppen, okay. Die Russen werden ziemlich aggressiv auf den letzten Metern jetzt noch. Mit ihren Angriffen da auf die verschiedenen Staaten. Das finde ich gar nicht gut. Alte Garde ist nochmal fertig geworden. Ja. Und hier geht's auch weiter. Wird ja wohl kaum ein Mensch abfangen. Gut. Finnischer Meerbusen. Und Napoleon bereitet alles vor, indem er St. Petersburg besetzt. Und da ist auch nichts los. Ja, die vertreiben wir. Komm. Sehr schön. So. Tschüss. A vous autres. Ja, St. Petersburg ist jetzt unser Riesenvorposten, wenn man so will. Und, in der nächsten Runde holen wir uns noch kampflos Novgorod und dann gibt es hoffentlich eine richtig fette Schlacht um Moskau. Die letzte Schlacht im Spiel. Das Spiel geht ganz klar dem Ende entgegen. Es wird zum Schluss deutlich schneller. Man muss am Anfang ja 30 Runden teilweise wirklich da so in Deutschland zubringen oder so. Die Österreicher wollen einen Friedensvertrag. Ja, von mir aus. Nachdem sie Ungarn erobert haben. Na super. Falsche Schlange, ey.
das ist. Pro Runde ein Rundeneinkommen von 41.000, das ist nicht schlecht. So, auch kampflos. Novgorod jetzt. Ja, komm. Und nächste Runde dann. Geht's hier richtig rund. Ja, das Geld brauche ich jetzt schon gar nicht mehr ausgeben. Im Prinzip. Weiter geht's. Ja, unsere unzähligen Spione. Handelsabkommen? Ja, von mir aus. Aha, wir werden aus der Werft in Sevastopol vertrieben. Hier gibt es eine Rebellion, das war ja zu erwarten. Das werden sich vielleicht die Russen wiederholen. Beziehungsweise, das werden gleich Rebellen erobern. Und, ja. So. Du vertreibst erstmal den Russen da aus der... Ah! Mist. Aus der Werft. Und ja, komm. Und tschüss. Und wir können ja endlich unser Schiff reparieren lassen. Ist doch toll. Ja. Und Napoleon lässt erstmal aufschließen. Oder bewacht mal das hier. Estnische Rebellen haben jetzt das erobert, das macht aber überhaupt nichts. So, er schließt auf. Und diese Armee hier werden wir jetzt gleich automatisch vernichten. Ja. Und tschüss. Und ihr bleibt nochmal kurz hier, um euch schön ordentlich aufzurüsten. Beziehungsweise du machst dich nochmal fertig hier. Die müssen sich ja nicht unbedingt verstärken. Und wir warten ab und nächste Runde ist dann Moskau. Und die Schlacht spielen wir nochmal und dann ist auch das Spiel zu unseren Gunsten entschieden. Wenn jetzt nicht noch irgendein Mist passiert. Aber Ostpreußen ist gut bewacht und Berlin, Wien und Paris auch. Jo, jo. Okay. Also, es ist zwar Winter, aber kein Problem. Die letzte Schlacht um Moskau und gegen den letzten großen General, Buxhoften. Das ist allerdings keiner, der unsterblich ist. Das heißt, dass Kutosow irgendwo sonst wo rumhängt. Wir kämpfen gegen Russland und vorher mache ich noch ein letztes Mal Pause und beim nächsten Mal ist das große Finale dann angesagt. Bis dahin, macht's gut!